Ja, hallo liebe GAK-Fans, herzlich willkommen bei der achten Folge rund um den GAK. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben heute folgende Themen für euch vorbereitet. Wir schauen noch einmal auf den 2:1 Auswärtserfolg bei den Rapid Amateuren zurück. Dann haben wir ein Interview vorbereitet mit dem Matthias Tillacher. Geht um das Thema Corona, Corona-Testung. Ja, und dann bereiten wir uns natürlich auf das nächste Spiel gegen den SV Horn vor. Herzlich willkommen beim GAK. Mein Name ist Patrick Haider und ich möchte euch wöchentlich die neuesten Informationen rund um den GAK direkt ins Wohnzimmer liefern. Wir berichten direkt aus dem Office und natürlich auch vom Trainingsplatz, wo unsere Jungs jeden Tag hart arbeiten und sich vorbereiten auf die Spiele in der zweiten Liga. Außerdem analysieren wir Woche für Woche die Tore und Spiele unserer Jungs. Ja, bevor wir uns jetzt noch die besten Szenen aus dem Spiel gegen die Rapid Amateure anschauen, möchte ich mit euch gemeinsam einen Blick auf die Tabelle werfen. Wir liegen nach 10 gespielten Runden in Liga 2 sensationell auf Platz 5, punktegleich mit Austria Klagenfurt, mit einem absoluten Titelfavoriten in dieser Saison. Wir liegen bei 17 Punkten. Man sieht aber, in der Liga ist alles möglich. Jeder kann an jeden schlagen, jeder kann gegen jeden aber auch verlieren. Man sieht, man darf sich nicht ausruhen, man muss Woche für Woche liefern und punkten, um dabei zu bleiben. Und man hat 6 Punkte Rückstand auf Platz 1. Also man sieht, es ist alles möglich und man hat sich in den letzten Wochen am Polster nach hinten erarbeitet. Und der ist nicht einfach so passiert, sondern haben sich die Jungs richtig, richtig hart erarbeitet. Und auf das kann man richtig stolz sein und ihnen gratulieren. Wir schauen jetzt auf das Spiel gegen die Rapid Amateure zurück. Und beginnen gleich in Minute 28 mit dem 1:0 für unsere Mannschaft. Ja, was kann man dazu sagen? Sensationell, wenn mich nicht alles täuscht, das erste Standard-Tor in dieser Saison. Sensationell getretener Eckball, scharf in die Mitte gebracht. Der Ganschi hat dann super Laufweg nach vor gemacht und eiskalt zum 1:0 eingeköpfelt. Ganz, ganz schwer zum Verteidigen für die Rapid Amateure und keine Chance für den gegnerischen Tormann. Ja, in Minute 47 dann ist es passiert, 1:1. Da haben unsere Jungs noch ein bisschen geschlafen, dürften in der Kabine gewesen sein, waren etwas ungeordnet. Die Rapid-Spieler haben die Möglichkeit bekommen, 20 Meter vom Tor unbedrängt einen Abschluss zu tätigen. Der Junge hat einen eiskalten, scharfen Schuss ins Eck gemacht und dann in Nichte keine Chance lassen. Unsere Mannschaft hat sie aber nicht aus der Spur bringen lassen. Sie haben das in dieser Saison schon des Öfteren bewiesen und haben gleich aufs 2:1 gespielt. Und in Minute 55 ist man gleich wieder belohnt worden. Super Ballgewinn im Mittelfeld vom Schelli. Der hat mit der Ferse den Ball auf den Nutzi gespielt. Und der Nutzi hat in dieser Situation einen sensationellen Ball zwischen die zwei Abwehrspieler durchgesteckt, hinter die Abwehrreihe hinein. Ganz, ganz schwer zum Verteidigen. Der Martin Harrer hat sich den Ball einmal mitnehmen können und eiskalt zum 2:1 ins Tor schießen können. Ein super Tor, muss man der ganzen Mannschaft gratulieren. Echt eine coole Aktion. Und man hat gesehen in dem Spiel, man ist der Favoritenrolle auf jeden Fall gerecht geworden. Man hat sehr viel Ballbesitz gehabt, gute Ballstaffetten und sehr viele Chancen herausgespielt. Das Einzige, was man sagen kann, ist, man kann es vielleicht hin und wieder einfacher machen, indem man einfach bei der Chancenauswertung konsequenter wird und das Spiel einfach früher entscheidet. Aber es ist ein Sieg, ein Auswärtssieg und auf das kann man stolz sein und aufbauen und in die nächste Woche gehen. Ja, wir gehen jetzt weiter. Wir gehen zum Interview mit dem Matthias Tillacher. Viel Spaß. Es geht um das Thema Corona, Corona-Testung und ihr werdet ganz, ganz viele Informationen von ihm erhalten. Ja, wir wollen euch natürlich auch das Ganze, was Corona betrifft, etwas näher bringen. Mittlerweile hat uns, also den GAK, die Corona-Phase ja extrem erwischt. Es waren teilweise Spieler betroffen, das Trainerteam betroffen, auch im Vorstand waren einige in Quarantäne. Wir haben uns jetzt die Zeit genommen und mit dem Matthias Tillacher zusammengesetzt und wollen von ihm einfach ein paar Hintergrundinformationen erfahren und euch näher bringen, wie so eine Testung abläuft, was die Hintergründe sind, warum man einen Trainingsstopp macht etc. Matthias, uns hat es wirklich hart getroffen auch, was Corona betrifft. Gib uns ein bisschen eine Informationen von deiner Seite, wie du das wahrgenommen hast, wie du das siehst und was da dahinter steckt.
Ja, am Anfang war das sicher noch sehr ungewohnt. Wir haben relativ früh den ersten Fall gehabt im August. Das war ein Schock. Mittlerweile ist es leider Gottes, muss man sagen, schon Routine in der gesamten Liga. Man kann dazu sagen, wir hatten jetzt eine Phase, wo wir 5 Spiele hintereinander immer irgendeinen Corona-Fall hatten, ob es jetzt der Gegner war, wir waren oder im Schiedsrichterteam. Das heißt, Corona ist jetzt wirklich in der Gesellschaft angekommen und das Testen ist die einzige Chance, die wir haben, damit wir unseren Sport weiter ausführen können. Das ist so. Das ist natürlich schwierig, weil es sehr kostenintensiv ist. Aber da müssen wir durch und wir sind nicht allein, das müssen alle machen. Verhältnismäßig hat es uns, weil du vorher gesagt hast, uns hat es schwer getroffen. Naja, wir sind eher Mittelständler, würde ich sagen. Es hat andere Vereine noch heftiger getroffen. Okay, also du hast es ja auch schon angesprochen, was das Finanzielle betrifft, ist sehr kostenintensiv. Kannst du uns da ein bisschen etwas näher bringen? Was kostet so eine Testung? Wie oft wird das gemacht in der Woche? Bring uns da ein paar Informationen näher, bitte. Wir haben das System jetzt so, dass wir sagen, wir testen hier bei uns im Trainingszentrum. Das Labor kommt zu uns rauf, also die Laborantin kommt rauf, nimmt die Proben ab und die werden dann ausgewertet und am nächsten Tag in der Früh haben wir eigentlich das Ergebnis. Da sind wir dann bei rund 35 Euro pro Person inklusive Auswertung, weil wir eben diese Pool-Testungen haben. Pool-Testung funktioniert so, es werden 5 Proben gemeinsam ausgewertet. Und wenn das negativ ist, ist gut. Wenn es positiv ist, wird das Ganze aufgemacht und dann müssen Einzelauswertungen gemacht werden. Da reden wir dann halt von 120 Euro pro Auswertung. Das passiert immer wieder und deswegen kann man die Kosten jetzt auch nicht vorherkalkulieren. Das heißt, ich glaube, letzte Woche haben wir 3 Proben aufmachen müssen und dann kostet das Ganze plötzlich schon mal 1.000er mehr. Und da führt kein Weg vorbei, das ist halt so. Aber ja, wir sind jetzt momentan bei rund 60.000 Euro. Eine enorme Summe, die der Verein da in die Hand nehmen muss. Gibt es da Unterstützungen? Kriegt man da Unterstützungen von seitens der Bundesliga oder von woanders her? Nein, der jetzige Fonds, dieser Spitzensportfonds, wo wir jetzt einreichen, ist eigentlich nur ein Einnahmenausfallfonds. Die Zusatzkosten können wir da jetzt nicht geltend machen. Wir haben die Hoffnung, dass wir noch Unterstützung in diese Hinsicht bekommen, vielleicht von Landesseite. Wir sind da jetzt noch in Verhandlungen, ob das möglich ist. Das wäre enorm wichtig, weil es einfach irgendwann einmal, also wir rechnen jetzt mittlerweile mit fast 120.000 Euro bis zum Ende der Saison. Wie gesagt, man kann es nicht vorherplanen, je mehr positive Fälle man hat, desto teurer wird das Ganze. Aber wenn wir da Unterstützung bekämen, wäre es natürlich gut. Es gibt jetzt auch eine Neuerung und zwar, es werden in Zukunft auch Schnelltests zugelassen. Diese ersetzen die PCR-Tests nicht, aber sie können zum Beispiel beim Nachtesten verwendet werden, wenn ich jetzt schnell, ich habe einen positiven Fall in der Mannschaft gehabt und möchte 2 Tage später nachschauen, wen hat sonst noch erwischt, da kann ich die jetzt einsetzen. Aber die sind auch jetzt nicht um so viel günstiger. Der Test an sich kostet jetzt, also wir haben einen etwas besseren, sage ich jetzt einmal, hat der Dr. Babik besorgt. Da sind wir jetzt so bei rund knapp unter 10 Euro. Und die Befundung kostet auch ein Geld. Also das muss ja natürlich ein Arzt anschauen. Und da sind wir jetzt nicht so, der Unterschied ist jetzt nicht so eklatant, dass man sagt, man fährt dort besser. Und man muss auch sagen, die Schnelltests haben den entscheidenden Nachteil, dass sie definitiv nur in der symptomatischen Phase anschlagen. Und der PCR-Test schon ein bisschen früher ein positives Ergebnis liefern würde. Wo wir die Schnelltests eigentlich auch gerne verwenden würden, sofern die Amateure endlich wieder Fußball spielen könnten, ist natürlich bei diesem Wechsel von vom Amateurfußballspiel am Wochenende in den Trainingsbetrieb der Kampfmannschaft. Wir haben das Thema, dass unsere Amateure in der Unterliga engagiert sind und dort gegen Mannschaften spielen, die allesamt nicht getestet sind. Und um wieder in den Trainingsbetrieb aufgenommen zu werden, brauchen sie einen Test. Und da werden die Schnelltests natürlich große Hilfe. Also man sieht schon, es ist ein enormer Aufwand, eine enorme Herausforderung, eine finanzielle Herausforderung. Wir hoffen natürlich alle, dass das bald wieder mal vorbei ist und es in den Normalbetrieb übergeht. Wir haben dann noch ein Thema, was Corona betrifft. Das ist dieser sogenannte Trainingsstopp, den wir schon angesprochen haben. Erklär uns da ein bisschen näher, warum findet dieser Prozess statt? Gib uns da bitte ein paar Informationen, dass der Fan, der Zuschauer Bescheid weiß, warum kann nicht trainiert werden, warum muss komplett
stillgelegt werden. Ja, prinzipiell ist es unsere Entscheidung, wie wir damit umgehen, aber anhand des letzten Falls kann ich das vielleicht gut erklären. Wir haben am Mittwoch getestet, hatten einen positiven Fall. Das Ergebnis kam am Donnerstag und wir wussten, dass nach diesem Test diese positive Person zu einem gewissen Personenkreis Kontakt hatte. Wenn ich jetzt darüber hinwegsehe und sage, naja, der geht in Quarantäne und alle anderen werden schon nichts erwischt haben, kann es sein, dass ich mir was in die Mannschaft eindreht, das mir dann die Mannschaft lahmlegt oder so schwächt, dass ich dann sofern wir 16 Spieler noch haben, antreten, dass wir stark geschwächt ins nächste Meisterschaftsspiel gehen. So haben wir dann gesagt, gut, wir können uns vorstellen, wen das dann noch erwischt haben könnte. Die haben gemeinsam an einem Gerät in der Kraftkammer gearbeitet und wir stoppen das Training jetzt für 3 Tage. Und es war gut so, denn wir hatten dann genau noch einen Fall und genau in dieser Gruppe, wo man sich eigentlich gedacht hat. Also kann man sagen, ist gut gehandelt worden und man sieht es auch als Sicherheitsvariante einfach intern, dass es nicht zu mehr Fällen kommt. Wir sagen danke, Matthias, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns sehr viele Informationen zu einer PCR-Testung gegeben hast, wie die Abläufe sind. Wir wünschen dir alles Gute weiterhin und wir hoffen, dass sich die Zeiten schnell wieder ändern und es in den Normalbetrieb übergeht. Das hoffen wir alle, ja. Danke, Matthias. Ja, wir sind heute am Abend zu Gast um 18.30 Uhr beim SV Horn. Ihr könnt unsere Roten natürlich live verfolgen auf Low1TV. Schaut's rein, schaut's vorbei, drückt unserer Mannschaft die Daumen und hoffen wir, dass wir mit 3 Punkten im Gepäck wieder die Heimreise antreten können. Ja, was gibt's zum SV Horn zu sagen? Beim letzten Aufeinandertreffen ist leider in die Hosen gegangen, haben wir mit 4:2 verloren, war einer der letzten Spiele vor Publikum, vor Corona. Und da haben wir sicher Rechnungen offen, beziehungsweise zum Begleichen. Ich glaube, unsere Mannschaft ist richtig, richtig heiß auf die Partie. Was gibt es zum SV Horn noch zu sagen? Ja, der SV Horn liegt auf Tabellenplatz 11 mit 10 Punkten, haben in dieser Saison schon den 3. Trainer, ist für eine Mannschaft sicher nicht einfach, haben aber im Sommer sehr gute Einzelspieler geholt, stehen für einen Offensivfußball. Und das kommt unserer Mannschaft sicher wieder zugute und da freue ich mich auf ein richtig spannendes Fußballspiel mit vielen Torraumszenen, vielen Torchancen und im Endeffekt hoffe ich auf viele, viele Tore unserer Mannschaft und auf 3 Punkte. Ja, in diesem Sinne möchte ich mich wieder bedanken fürs Zuschauen, fürs Zuhören, wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, bleibt gesund und wir sehen uns nächste Woche wieder bei der nächsten Folge rund um den GAK. Danke, eure Nummer 44.